Ja, du kannst jetzt alles scrappen. Nein, das haben wir vorhin schon festgestellt. Stimmt nicht. Nee? Was kannst du denn nicht scrappen? Nee. Ja, wir haben eine Schreierin. Das ist ganz schlecht. Ja, das ist sehr schlecht, weil ich nur auch verbrauchen und Kohle, Ressourcen. Oh, geh weg. Deckung. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von 7 Days to Die in der Nacht mit dem Shira und dem Bierbär. Hallo ihr beiden. Servus. Ist das nicht eine schöne Atmosphäre, wenn das nicht mehr so hell ist, das Licht? Mhm. Jawohl. Ich finde das irgendwie cool, ne? Yep. So, und wir haben eine Aufgabe. Wir wollen unten in das Haus und die Toilette holen. So, ich habe mal eine Lampe. Da sehen wir was los. Mhm. Ich sehe nix. Da bist du. Ich sehe euch. Ja. Ich höre einen Moment, Zombie. Wir haben einen Zombie. Ich laufe einfach dem Licht hinterher. Okay, wir machen mit dem Dribble. Ist okay. Einmal ich, einmal du, ja? Ich würde die Pfeile ja aufheben. Okay. Aua, du hast mich zum Bluten gebracht. Ja, ich? Ja. Ich sehe nix. Willkommen im Club. So, ist mir jetzt ein bisschen klar. Tot. So, und da geht's. So, nach Norden und Westen war's. Nach Osten. Danke. Und Vorsicht beim Runterfallen, ich hab mir schon zweimal hier die Knochen gebrochen beim Runtergehen. Geh nicht. Du darfst halt nicht rennen, du musst laufen. Ich finde das Licht der Kopflampe ja ziemlich cool. Ich finde es so krass, ich weiß, dass hier? Die Hütte... Ich gehe. Ja, wir können ja alle zusammen gehen und dich ein bisschen beschützen, weil nein, wenn hier gleich... Nein, nein, bitte nicht. Bleib da. Könnt ihr rundherum ein bisschen laufen, aber ansonsten lass mich mal allein dahin gehen. Ich fall weniger auf, als wenn wir zu dritt dahin gehen. Hm. Na gut. Hätte ich mal den Shira, dass ich euch sehe. Shira ist grün. Shira, ich komm. So, Haus ist leer. Viel leer. Da ist niemand. Achso, dann können wir ja runterkommen. Ja. Hinten war, glaube ich, irgendwo war dann noch. Hier ist ja gar keine Toilette. Schade. Sind in den Öfen. Hat jemand die Wrench dabei? Ich nicht. Ja, habe ich. Dann nimm mal mit der Wrench den Ofen auseinander. Müsste auch was rauskommen, ja. Und ansonsten noch diesen Old Sink, der brachte glaube ich auch was. Was kriege ich da? Kann wir kurz leuchten? Also, okay, du bekommst jetzt Elektronik-Parts raus, Elektronik-Komponenten, Scrap Plastic, ja, und Short Iron Pipe habe ich auch zwei. Genau, die brauchen wir. Und jetzt bitte noch das Bett auseinandernehmen mit deiner Wrench.
Dankeschön. Und dann können wir wieder hochgehen. So. Ab zum Berg. Wir wollen den Berg erklimmen. Juhu. Wenn einmal die meisten Zombies tot sind, hat man erstmal ein paar Tage Ruhe, ne? Ja, das finde ich auch ganz angenehm. Das heißt, die kommen dann immer nur so sporadisch vorbei, mal ein oder zwei, ne? Mhm. Ja, das ist doch... Was ich recht interessant finde, ist, wird wahrscheinlich die Tag 7 gerade werden. Naja. Wir basteln dann noch ein paar Spikes vor den Türen und so. Oh Gott, wir haben ja schon Tag 4. Ja, Tag 4 wird gerade angebrochen. Also hast noch knapp 3,5 Tage Zeit. Noch ein bisschen Eisen mit auf dem Weg nach oben, ne? Ja. Weil jetzt kommt ja die Ofen kommt jetzt, ne? Gibst du mir noch den Dings, den... So, eine Fackel könnte eigentlich noch platzieren hier rechts oder so, ne? Kohle haben wir ja genug, um Bäume herzustellen, so. Ist oben drinnen. Hm. So, dann haben wir noch, was brauchen wir denn noch für den Ofen? Forge. Wir brauchen den Belo, genau. So, dann haben wir. Wo habe ich den getan? So. Und soll ich eigentlich das... Ach, wir brauchen noch Clump of Clay. Hat jemand noch Clay? Ja, ja, ist oben in der Kiste drinnen. 600 Stück. Danke dir. So, ja. Bauen wir. Dauert auch nicht mehr 2 Minuten, sondern nur noch 33 Sekunden, bis der fertig ist, ne? Der Ofen. Echt? Ja. Dann würde ich sagen, keine Pfeile mehr herstellen, sondern nur noch Eisenpfeile ab sofort, wenn wir den Ofen haben, oder? Ja. Das dürfte also, ja ein bisschen... Wir wollten mal gucken, was aus einem Roh-Item Dings im Ofen rauskommt, ne? Mhm. Genau, einmal Roh-Iron gegen Scrap-Iron oder Iron halt, ne? 5 Iron kommen da raus. Hm? Oben in der Kiste ist ein Bogen für dich drinnen. Danke dir. Also ein Rohr gibt 5 Eisen und ein Iron gibt... Ein? Ja, also die Roh-Iron gibt 5 und der normale Eisen gibt 1. Okay, weil du machst aus einem Roh-Iron machst du 3 von dem Iron. Das heißt, nicht scrappen, wenn es nicht sein muss. Genau. Ja. Gut zu wissen. Haben wir wieder was gelernt, ne? Ja. Was man mit dem Elektronikkomponent machen kann. Whistops, Capacitors, The Odd Microchip or Bits of Circuit Boards. Das heißt, das sind halt, damit kannst du irgendwie ein Board bauen wahrscheinlich. Bestimmt für die Lampen. Du kannst ja jetzt an- und ausmachende Lampen machen. Kannst ja mal im Invent. Warte mal, kann ich auch mal gucken. Wie hießen die Dinger? Light, ne? Nee. Lamp? Lamp? Nee. Vielleicht kannst du die auch nur in Flash? Der hier. Nee. Vielleicht kannst du die auch nur in dem hier Workbench bauen. Gut, das kann natürlich sein.
Aber haben wir jetzt nicht genug Rohre? Eine neue Steinachse und neue Schaufel. Alle zwei. Ich benutze erstmal die, die ich hab. Wie war das Set? Temp Unit 10, ne? Das glaube geht hier nicht. Set Temperature Units to Celsius. Okay, geht. Dann haben sie es geändert. Denn früher ging es nicht, wenn du nicht der Admin warst. Okay. Jetzt geht's. Konnte ich gerade völlig entspannt ändern. Ja, dann haben sie es geändert, dass man das immer ändern kann. Weil sonst musste man immer einen eigenen Singleplayer gehen und dann da quasi die Set-Temps-Units einstellen. Kann aber sein, dass wir hier eben nicht auf eine dedicated Server sind und deswegen das so geht, ne? Kann auch sein. So. Sieht das nicht schick aus? Mhm. Kann man auch ein paar Fackeln mehr hinstellen. Da sind wir steuern. Aber irgendwie ist es beruhigend, hier in der Nacht draußen zu sein, weil ich ja weiß, dass keine Zombies mich überlaufen. Ja, deswegen. Macht so ein bisschen mehr Fun. Man kann nachts auch mal rausgehen und so. Da muss man nicht immer drinnen bleiben und den Leuten, den Zuschauern quasi, ne? Ja, deshalb habe ich ja beim letzten immer haben wir Voldeck und ich abends ja nichts gezeigt, sondern haben einfach nur rumgehangen. Ja, und das kann man so eben so schön. Kompensieren dadurch, weißt du? Mhm. Weil wenn so ein Zombie kommt, der rennt ja nicht durch die Gegend wie so ein Begaster, sondern der ist halt wie am Tag auch ein Zombie halt, ne? kein hier. Kein Supermutant. Das ist immer das ganz heißt Todeskralle. Ja. Ist mal was anderes. Ja, ich find's angenehm. Für meinen Geschmack finde ich's krass mit der Stärke der Zombies, aber ich sag mal. Das macht's am Anfang echt viel härter. Also später, sobald es Pistolen und Shotguns gibt, ist es dann, glaube ich, wieder so human. Dann ist es halt immer noch anstrengend, was? Aber okay. Motivation. Wo haben wir denn den Ofen? Motivation. Ja. Man hat dann auch später noch was zu tun. Ach du Scheiße. Was denn? Nee, ich wollte gerade Spitzhacke herstellen und Werkzeug für uns. Aber nur, entweder habe ich früher nicht drauf geachtet, aber du brauchst jedenfalls jetzt 20 Forged Iron. Ja, vorher brauchtest du 5. Okay. Aber dafür kriegst du doch mehr Eisen. Ja. So. Ich würde sagen, wir machen noch 3 Minuten, dann mache ich Feierabend, weil dann muss ich nämlich langsam los. Mich fertig machen. Okay. Ja, aber noch eine sehr schöne Nachtfolge mit eingebaut. Mein Schwiegervater hat nämlich Geburtstag. Ach, wie schön. 52, der junge Mann. Wird ja auch Zeit, dass er endlich mal erwachsen wird. Ja. Aber Schwiegervater, das ist doch der zweite Mann deiner Mutter oder sowas? Nee. Nein, das wäre Stiefvater. Das ist der Stiefvater. Der Schwiegervater ist der Mann von deinem Mann. Ja. Danke. Ja, tut mir leid, ich hab's nicht so mit diesem ganzen Familiennamen und so weiter, weil ich komme ja aus Polen und bei uns heißt das A anders und ich kenne die ja alle kaum, weil die ja alle drüben sind. Ja, verständlich. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 89 Hülsen. Mhm. Ich hoffe, du hast jetzt noch 1 Minute 30 Zeit. Ja. Gut. Aber nur 1 Minute 30. So, Bögen, sehr schön.
Na, Bögen kann ich leider nur Orange herstellen. Ja, ich habe noch 97er gehabt. Aber kann man jetzt auch endlich scrappen, den Bogen, ne? Ja, du kannst jetzt alles scrappen. Nein, haben wir vorhin schon festgestellt. Stimmt nicht. Nee? Was kannst du denn nicht scrappen? Nee. Ja, wir haben eine Schreierin. Das ist ganz schlecht. Ja, das ist sehr schlecht, weil ich nur noch ein paar draußen und Kohle, Ressourcen. Oh, geh weg. Deckung. Ich bin undetected, geh mal rein. Ich bin auch undetected, ich geh den Berg runter. Ich höre doch nur Geschreie. Ja, was mache ich denn? Bleibe ich dann jetzt hier unten oder? Nein, komm hier hoch. Sicher? Ja. Yeah. Werden sie mich nicht umbringen? Ich brauch mal die Hilfe, weil ich schieß hier quasi am Baum. Der fällt bestimmt gleich um. Okay, komm mal. So, lass den am Baum doch mir, Mensch. Achso, ich wollte den extra, dass du schön schießen kannst. Ja, der kann ich nicht mehr so schön schießen. Wo ist das? Da ist was. Ja. Weil vielleicht habe ich keine Pfeile mehr. Dann komm ich hoch, ich habe noch ein paar Pfeile. Tiere. Ja, du kannst mir einen Rucksack geben. Das sind 135 Pfeile drinnen. Ich komm hoch. Da. Ich glaube, du gehst da selber hin, weil die Zombies hab ich hier. Ich habe hier nämlich noch eine Schreierin. Machst du Licht irgendwo, dann muss ich irgendwo was hier da. Ich mach den an der Tür, den sehe ich. Also die Schreierin muss weg, sonst haben wir gleich ein Problem. Da. Oh, die schreit weiter. Ja, mein Problem ist, ich sehe hier nichts, falls Dusch da ist. Ja, ich habe hier eine lebende Fackel. Wo ist denn diese blöde Schreierin? Die ist bei euch im Haus. Ja, da ist sie. Welches ist die von denen? Die kleine, die aussieht wie bei The Ring. Andi, was machst denn du? Oh, der Hund. Ja. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz das Haus verlassen. Das ist nämlich ein Hund. Und bei mir leckt's gerade akut. Ja, ich gehe mal hier ein Stückchen weg. So. Ja, ich schieß mal einfach auf die Zombies, die versuchen, die Tür einzuschlagen. Ach, die sind schon scheißegal, ich bin da eh nicht da drin. Gehen wir einfach weg von dem Haus. Einfach kurz mal weg. Wir beenden gleich die Aufnahme sowieso. Weg, ich muss ja eh jetzt weg. Das bringt doch eh nichts. Ich bin schon seit 3 Minuten überfällig. Ich gehe jetzt erstmal weg. So, dann speichere ich kurz den Server und ich beende die Aufnahme. So. Okay. Ja, machen wir nächstes Mal weiter. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Tschüss.